Wir sind Anne und Basti von der SVZ. Wir haben euch gefragt, was einen guten Weihnachtsmarkt ausmacht. Und das wollen wir jetzt testen. Jetzt gibt es heiße Birne mit Schuss und mit Sahne. Aber bitte ohne Schuss. Ja, Birne ist eigentlich nicht so mein Fall. Mal gucken, wie es schmeckt. Mmh. Zimtig. Das geht tatsächlich. Schön warm. Schmeckt sehr birnig. Auch wenn ich nicht so der Sahne-Fan bin, ist aber gut. Der erste Vorschlag war ja schon mal richtig gut. Uns hat es auf jeden Fall geschmeckt. Und jetzt geht's weiter. So, ich nehme ein Handbrot mit Käse und Champignons, bitte. Gerne. Dankeschön. Danke. Jetzt beiß doch mal ab. Ja. Sehr lecker. So, Anne, ich bin ja noch fleißig am Essen. Was testest du denn jetzt? Zu einem guten Weihnachtsmarkt gehört auch immer gebrannte Mandeln. Und die suchen wir jetzt. Na? Wollen wir mal probieren? Ja. Ja, dann mach ich meine vor. Du machst mal vor. Mmh. Lecker, noch schön warm. Kaum zu übersehen, wir stehen vorm Riesenrad. Ich drehe mal eine Runde und fahre nach oben. Und ich bleibe über hier unten. Ja, ich bin das erste Mal in einem Riesenrad. Wollen wir mal gucken, wie es wird. Hoffentlich wird der Ausblick gut. Das ist ein ganz neuer Blick von oben auf die Stadt. Lohnt sich. So, während du da oben warst, habe ich mir überlegt, wir gehen jetzt noch mal Glühwein trinken. Dann mal los. So, das war unser Tag auf dem Weihnachtsmarkt. Wie fandest du's? Ich fand es im Grunde ganz gut. Es ist aber ein bisschen das Gleiche wie in jedem Jahr. Aber trotzdem ist es Weihnachtsmarkt. Ja, was will man mehr? Ne? Wir haben Glühwein, wir haben gut gegessen, wir hatten unseren Spaß. Und wir sind Riesenrad gefahren. Besuch lohnt sich auf jeden Fall. Bis zum nächsten Jahr. Prost!